Maria Rauchfuß hatte am vergangenen Samstag wieder zum Osterkreativmarkt in die Halle des Eisleber Bahnhofs eingeladen. Es ist mittlerweile der 6. Osterkreativmarkt, den sie organisiert, und die Besucherinnen und Besucher strömten vom Öffnen der Türen bis zum Schluss in die Halle. Die Eisleberin hatte wieder all ihre Kontakte spielen lassen, um ein vielfältiges Angebot auf die Beine zu stellen. So waren im Bahnhof mehr als 20 Aussteller, vorwiegend aus dem Landkreis, vertreten. Das kreative Angebot ließ nichts zu wünschen übrig. Die ersten Kunstwerke präsentierte die Mansfelder Bergwerksbahn. Idyllische Bilder der Bahn auf Leinwand schauten sich die Besucher gern an. Ein wahrer Blickfang waren kleine einzelne Fliesen, die mit der sogenannten Puringkunst gestaltet wurden und nun zum Beispiel als Untersetzer dienen können. Eine alte Schallplatte zweckentfremdet, ließ diese zauberhafte Uhr entstehen. Die Hobby-Kunsthandwerker und Künstler, als auch die Händler, präsentierten ihre Arbeiten und Produkte gern den Gästen, und an der einen oder anderen Stelle konnten die Besucher auch selbst kreativ werden. Diese kleinen Körbchen hatten es den beiden Eisleberinnen angetan, und so nahmen sie sich einige Minuten Zeit, um vor Ort unter Anleitung eigene Osterkörbchen herzustellen. Staunen war natürlich wieder beim Miniaturschnitzer Uwe Erd angesagt. Hasen in einer Nussschale, das Ganze im 1 cm Mini-Format, zeigte er stolz in die Kamera. Live beim Zeichnen über die Schulter schauen, ließ sich Comiczeichner Matthias Hoppe. In einer guten Stunde schaffte er sein Bild zu kolorieren und gab dabei noch Informationen zu seinen Büchern und seiner Leidenschaft, dem Zeichnen. Für die Kinder hatte sich der Osterhase angekündigt. Kleine Geschenke verteilte er den Tag über und stand natürlich auch als Fotomotiv zur Verfügung. Zum ersten Mal vor Ort war der Nelmo. Dahinter steckt der Kleingartenverein Einheit Neckendorf. Eine Karre Möhren hatte er für besonders Hungrige mitgebracht. Blumengestecke, Ohrringe, Näharbeiten und Strickwaren, Klöppelspitze, Acrylmalerei, Keramik, Perlenkunst, Stickerei und Papierarbeiten. Das Thema Frühling und Ostern wurde in jeder erdenklichen Kategorie umgesetzt, drapiert und verkauft. Die Beute in den Händen wurden immer voller und schwerer. In einigen Häusern kann nun das Osterfest kommen.